Oh, ich muss noch koppeln, verdammt, das habe ich jemanden aus dem Team genommen. Leute, ich muss noch koppeln. Ich muss noch koppeln. So, Quest, es kommt erstmal an erster Stelle, danke. Koppeln. Ach, jetzt hat sie. Ach, sie hat ja schon gekoppelt. Oh, ich muss mal hier gucken. Irgendwann ist nämlich noch gar nicht gekoppelt, der muss auf jeden Fall gekoppelt werden. Ich muss einfach mal. Wisst ihr was? Ich löse jetzt einfach mal alle Kopplungen. Ich mach das gleich mal schnell hier. So, ich habe jetzt schnell mal gekoppelt. Haben sich aber ziemlich die Statusfeld jetzt verändert. Renault ist jetzt die einzige, die keine Kopplung hat. Und wer war das jetzt? Ich glaube, Xel hat jetzt 2GF gekoppelt, soweit ich. Einen Moment. Nein, stopp. Ich wollte Xel. Ja, das ist ja die Steuerung, wie man. Brothers und Diablos hat er gekoppelt. Muss halt. Ifrit hat jetzt halt die meiste Zuneigung, aber Ifrit habe ich jetzt mit Squall gekoppelt, weil er den meisten. Er ja dann das. Er war nur Squall und dann schon das Wichtigste werden. Das werdet ihr dann schon sehen. Ich weiß nämlich noch, wie das dann verläuft. Ich bin ja in deinem Team, Christus, oder? Wir werden es der Hexe zeigen. Hey! Ich bin entkommen. Hat was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Wo ist Squall? Sorry, nur, aber wir müssen jetzt gehen. Nein, wartet. Was ist das? Schaut mal. Das ist ein Odin-Reif. Ich habe es in seinem Zimmer gefunden. Odin? Wofür soll das gut sein? War Odin nicht der erste Hexer? Soll Hexenmagie eindämmen? Ich weiß nicht, wie wirkungsvoll das der ist, aber er wollte ihn diesmal nicht benutzen. Wenn das Ding von Odin ist, muss es sehr wirkungsvoll sein. War das nicht der erste Magier gewesen der Welt? Oder erste Hexe? Oh, keine Ahnung. Erste Wahl, wenn es um Zauber geht. Gell? Und was willst du damit? Wer soll es der Hexe anlegen? Wer? Wann? Und wie? Darüber wollte ich mit dir sprechen. Ich habe keine Zeit. Squall ist schon in Position. Wir haben auch unsere Aufgaben. Verstehst du nicht? Das ist was anderes als von zu Hause wegzurennen. Es ist todernste Sache. Christus. Naja. Muss ich jetzt Renoir spielen? Muss ich jetzt. Ich meine es ja auch ernst. Das weiß ich doch. Ich habe doch. Auch ein Plan. Na gut. Na gut, jetzt können wir auch abspeichern. Denn ich werde mal in Fall 1. Verdammt, das habe ich. Ist mich aus dem zurückgegangen, verdammt. Ich werde eigentlich mal kurz. Ich habe nämlich beschlossen. Teilen. Sobald ich einmal einen Zauber getraut habe, habe ich ihn ja sozusagen eigentlich gelernt. Ne? Und von daher werde ich dann auch die ganzen Zauber, da ich ja nicht gelernt habe, auf 100 setzen, damit wir die nicht mal trauen müssen, unnötig lange. Weil das dauert ja eh immer ewig lange. Außer natürlich in den Kämpfen, wenn wir die einmal getraut haben. Das mache ich dir egal, vermisst. Das wird doch heilen. So, und ja. Deswegen werde ich das mal meinen Spielstand editieren, alle Zauber auf 100 setzen. Damit wir auch 100 von den Zauber haben, damit auch die Koppelungen richtig gut wirken. Ja, wie gesagt, weil wir haben das sozusagen direkt gelernt, weil dieses Draw-System geht mir und das Draw, das Zauber und Geldsystem geht mir tierisch auf den Sack, wenn ich ehrlich bin. Das Koppeln ist ja ganz okay und so, aber dass wir halt die Zauber trauen müssen, das geht einen auf den Geist. Naja, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich alles erledigt habe. Bis gleich. Das Stash-Set. Ja, da bin ich wieder. Ich habe jetzt alle Zauber auf 100 gebracht. Das so momentan aussieht. Ich habe gleich ein bisschen was gekoppelt. Neu. Und daher sehen unsere Status-Set jetzt so aus. Ja, so also Stärke 71. Ja, ich weiß, Imba, aber... naja, egal. Und Treffer 255. Was habe ich mit Treffer gekoppelt, dass er so eine Trefferquote hat? Jetzt hat er so eine Trefferquote, bitte. So eine 55. Warum trifft er immer? Egal. Naja, nicht schlecht.
Ah, HP auch schon hoch. Na gut, dann wollen wir mal. Es sind alt gekoppelt werden müssen. Gespeichert haben wir auch. Oh, sag mal, ist es wahr, dass ein Sieg niemals warum fragt? Manchmal würden wir ja gerne fragen, zum Beispiel jetzt. Aber, naja. Solche, also verpixelte Leute von der Wind. Kann ich mit euch reden? Nein, schade. Warum ist da alles so verpixelt? Warum sind die alles so niedrig auflösend? Begeistert neben Charas. Warum willst du das wissen? Wenn der Feind ein mächtig mieser Typ ist, kann man sich besser austoben. Ein mieser Typ? Wahrscheinlich ist der Feind weder gut noch böse. Wir haben nur unterschiedliche Standpunkte. Das ist meine gute Ansicht, die ich mal sogar nicht rennen. Na egal. Ich muss noch kurz das trinken nebenbei. Jeder glaubt, dass er recht hat. Es gibt keine guten oder bösen Menschen. Nur solche, die für oder gegen dich sind. Alter, der... Eigentlich ist das nicht schlecht. Aber ich bin das Schützenteam, ne? Da darf ich doch gar nicht dahin. Oder? Warte mal. Ich will mit dahin. Das Triumph-Bogen-Team dringt hier ein und hält bis 20 Uhr die Stellung. Um Punkt 20 Uhr wird die Berater den Bogen hier passieren. Zu diesem Zeitpunkt wird das Pult bedient und das Tor herabgelassen. Die Hexe sitzt nur mit in der Falle. Naja. Oh, ich bin erst das Schützenteam, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber sowas will ich nicht kurz bemerken. So. Mach hin. Beweg deinen Arsch. Oh, was KW. Hier ist eure Position. Eine Frage, Oberst. Warum will die Hexe so eine auffällige Parade durchziehen? Sie begibt sich zu ihrem neuen Hauswitz, den Galbadia-Garten. Deshalb will der Galbadia-Garten also die Hexe loswerden. So, es geht los. Macht euch bereit. Sammelt die Uhr da oben. Wo haben wir denn hier... Wo haben wir denn selber hier eine Uhr? Weil es sind wirklich zwei nach drei. Geil, die Uhr geht nach der... Hier ist dort 19.02 Uhr. Die Uhr geht echt nach der Systemzeit. Wie geil. Also in einer Stunde sollte die Parade eigentlich losgehen. Ich werde in meiner Mitte sein, viel Glück. Also müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil wir wirklich nach der... wenn das Ding wirklich nach der Systemzeit geht, kann ich mich hier ein bisschen nicht bewegen. Was muss ich denn jetzt abfahren? Ah, jetzt steuere ich die drei. Was ist Questes? Ich war wohl zu grob. Zu grob? Ich werde mich bei Renora entschuldigen. Renora? Was willst du machen? Darf ich unseren Posten verlassen? Bis 20 Uhr ist noch Zeit. Ihr wartet ja auf mich. Wir haben noch 55 Minuten Zeit, also... Aber... Warte doch! Wie steuern wir die drei? Wir sind jetzt schon gekoppelt, weil ich das schon erledigt habe. Ja, unsere Statuswerte sind auch wieder noch immer Ember. Das ist einigermaßen Ember. Körper und Glück ist ziemlich hoch. Nein. So, dann wir müssen uns ja wissen, bei allem, wenn es wirklich um 20 Uhr hier startet, dann... Aber das weiß wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, das Ding geht wirklich nach der Systemzeit, die Uhr da, beim Präsidentenpalast. Sah jedenfalls für mich so aus. Naja, dann gehen wir mal zu Renora. Renora, da, und das sieht jetzt so genau. Wir speichern nochmal ab. Nein, ich will speichern. Verzieh dich. Bald wird es draußen hektisch. Du bist aber in Sicherheit. Geh. Na dann, gehen Sie mal lieber, Herr Carvey, ansonsten wird Ihre Tochter wütend. Mist, er wird mich einsperren. Wenn ich will, schaffe ich es auch. Renoir, es tut mir leid wegen vorhin.